Hallo, Katharina hier und ich habe eine wunderbare Übung für dich, um tiefer in deine Klarheit zu sinken. Das Prinzip, mit dem wir arbeiten, ist, mit welchen Menschen sind wir in Resonanz? Ein entscheidender Punkt in unserem Business ist immer die Frage, wie sehr vertrauen wir unseren Werten, den Dingen, die uns heilig sind, können wir uns erlauben, damit zu gehen und damit sichtbar zu werden. Denn das ist der Hintergrund von vielen inneren Nebelattacken, dass wir einerseits wissen, was wir in die Welt bringen wollen und welche Werte uns total wichtig sind. Und unser Verstand erzählt uns aber, wenn wir dafür gehen, enden wir im Unterholz. Und deshalb ist es oft nicht so einfach, unsere Werte zu sehen an uns selber, und es hilft uns ungeheuer, diese Werte an anderen verkörpert zu erleben. Diese Übung macht genau das. Sie ist ein Barometer der Resonanz, wo wir schauen, mit welchen Menschen wir in Resonanz sind und warum und was diese Werte, mit denen wir resonieren, wie die in unserem Business sichtbar oder eben noch nicht sichtbar werden. Ich habe festgestellt für mich selber und mit vielen Menschen, mit denen ich arbeite, dass die größte Herausforderung, die größte Sehnsucht ist, an diesen Ort von Tiefe zu rutschen, wo wir wirklich, wenn wir arbeiten, in unserer ganz eigenen Spur sind, wo unser Business nicht nur ein Service ist für die Welt, sondern auch auf unserem eigenen Entwicklungsweg liegt. Und es bedeutet immer, einen Schritt zu machen, der oft wie ein freier Fall erlebt wird, in dieses tiefe Vertrauen gehen mit unserer inneren Wahrheit, mit unserer Intuition, mit unseren Träumen, mit unserer gefühlten Mission. Und wir erleben das oft so, als würde jemand sagen, spring doch quasi irgendwie vom 1000-Meter-Brett, oder wir haben das Gefühl, wenn wir uns wirklich vertrauen, enden wir unter der Parkbank. Und deshalb ist es genau der Punkt, an dem wir ganz viel Unterstützung brauchen und Spiegelung brauchen für das, wer wir sind, also wer wir organisch sind, ohne dass wir uns verbiegen und verdrehen, um ins System zu passen. Und ich finde diese Übung super, um quasi zu sehen, das gibt schon total viele Menschen, die verkörpern, was mir selber heilig ist und was ich auch in die Welt tragen will. Und in dieses Resonanzfeld einzusteigen. Oh, es wackelt, gell, weil ich irgendwie hier auf mein Bein klopfe. Und zum Beispiel meine Sicht auf dieses Thema, wir brauchen unseren Tribe, ist ziemlich anders als die Mainstream-Vorstellungen. Viele werden nach solchen Marketing- und Business-Seminaren in die Welt geschickt mit dem Ding, jetzt muss ich meinen Tribe finden und 1000 Leute müssen mir folgen oder 10.000 oder 100.000. Was viel wichtiger ist, ist, welchem Tribe gehören wir an? Und zwar auf einer seelischen, organischen Ebene. Also nicht, finde ich jetzt diesen Schriftsteller toll oder diesen Coach toll, sondern in welchem Feld stehe ich? Welche Menschen haben die gleichen Werte? Welche Menschen arbeiten an der gleichen Ecke hier auf unserer Erde? Also arbeiten zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Erziehung oder arbeiten mit dem Thema Seele und Ausdruck. Und also wo sind die Menschen, die was Gleiches wollen, selbst wenn das in einer anderen Verpackung kommt? Denn unser Tribe kommt, hat ganz verschiedene Formen. Der eine mag zum Beispiel ein Lehrer sein, der andere mag ein Gärtner sein, der dritte ist vielleicht ein Politiker oder eine Schriftstellerin, aber die gucken quasi alle in die gleiche Richtung. Die bringen die gleichen Ideen und die gleichen Werte in die Welt. Und das sind unsere wahren Verbündeten. Und die zu finden ist ungeheuer wichtig. Und wir können dieses klare Sehen von dem Feld, zu dem wir uns zugehörig fühlen, eben nutzen, um tiefer in unsere eigene Klarheit zu rutschen. So, im nächsten Abschnitt siehst du die praktische Anleitung und hab viel Spaß damit. Okay, das ist das Barometer der Resonanz. Wir haben hier einen aufsteigenden Pfeil und das bedeutet, je höher du etwas hier oben einträgst, desto tiefer bist du in Resonanz. Also es ist ein Pfeil, eine Richtung von zunehmender Resonanz. Im ersten Schritt suchst du dir 5 bis maximal 10 Leute,
mit denen du in tiefer Resonanz bist. Und das heißt, es sind Menschen, die dich inspirieren, die dich motivieren, die deine Sicht auf die Welt verändert haben. Das können historische Personen sein, das können Romanfiguren sein, das können Zeitgenossen sein, Künstler, Erfinder, Politiker, Weltreisende, Weltverbesserer, ganz egal. Wichtig ist, dass du das Gefühl hast, wow, die Ideen, die diese Person in die Welt trägt, haben einen tiefen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich die Welt sehe und wer ich bin und was ich an Möglichkeiten in der Welt sehe. Und dann lass dich diese Personen in dieser aufsteigenden Achse einordnen. Also die Menschen, mit denen du am tiefsten, die dich am tiefsten inspirieren, die kommen weiter oben hin. Menschen, wo bestimmte Aspekte dich inspirieren, die kommen weiter unten hin. Es ist keine mathematische Aufgabe, du kannst es nicht falsch machen. Also selbst wenn, wenn du nachher merkst, oh, den könnte ich höher einordnen, das spielt nicht wirklich eine große Rolle. Also, dann steht hier eine Liste von Namen. Anna, Emil, Hilde, Frieda, Otto, Susi, René und so weiter. Gut. Nächster Schritt. Lass dich schauen, was genau ist es, was dich inspiriert. Also welche Werte, welche Weltanschauungen, welche Handlungen, welche Ideen sind es, die so eine tiefe Resonanz in dir haben. Und dann schreibst du das hin. Zum Beispiel Mut, Ausdruck, Wildheit, hier steht vielleicht Ehrlichkeit, Eleganz, Friede, was auch immer. Und diese Liste füllst du aus für all deine Inspiratoren. So. Um das einfacher zu machen, kannst du dir vorstellen, dass du jeweils diesem Menschen gegenüberstehst. Stell dir vor, diese Person steht dir gegenüber und du lässt die Energie wirklich bei dir ankommen und schauen, ah, genau diese Facette erreicht mich. Und das habe ich immer irgendwie bewundert. Gut, Schritt, ich weiß gar nicht, sind wir 3 oder 4? Wahrscheinlich 3. Lass dich umringeln mit Farbe, welche Worte immer wieder kommen. Und dann hast du eine Liste von den Kernwerten und Handlungen, die für dich wichtig sind, die das Benzin in deinem Motor sind. Nächster Schritt, leg den Zettel zur Seite und such dir eine ruhige Ecke und überleg, inwieweit diese Kernwerte in deiner Arbeit repräsentiert sind, ob die sich dort widerspiegeln und was es bedeuten würde, wenn mehr davon in dein Business hineinfließt. Also zum Beispiel hier habe ich jetzt gerade Mut umringelt. Schauen, aha, wie zeigt sich Mut in meinem Business? Wo zeigt er sich nicht? Also wo bekenne ich mich zum Beispiel nicht zu diesem Wert? Und was hätte das für Konsequenzen, wenn ich zum Beispiel mehr Mut sichtbar machen würde? Wer wäre ich, wenn ich tiefer in diesen Mut hineinrutschen würde? Okay, das ist also eine Übung separat, eher losgelöst von dem Zettel. Lass dich zum Beispiel auch ein bisschen laut aussprechen. Ich liebe es ja immer, mit einem MP3-Player oder mit meinem Handy zu reden, wenn ich niemanden habe für ein Inquiry, und setze mich dann irgendwie in den Sessel oder auf eine Wiese oder nehme es mit auf einen Spaziergang und lass mich laut aussprechen, was es zum Beispiel bedeuten würde, mutiger zu sein in meinem Business. Und was mich hindert, mutiger zu werden. Also mach eine, man nennt es Inquiry, wie eine Erforschung von diesen Werten in einer gesprochenen
Art und Weise. Denn unser Körper hat immer eine tiefe Resonanz auf das, was wahr ist. Wenn wir Dinge nur denken, dann ist oft auch unser innerer Kritiker noch viel, viel stärker und viel mehr in Kontrolle. Und wir haben sozusagen kein Frequenzmesser. Wenn wir Dinge aussprechen, haben wir immer einen Bezug, denn Dinge, die wahr sind, die lassen den Körper weicher und weiter werden oder die bringen zum Beispiel Tränen hervor oder nehmen uns den Atem oder machen uns irgendwie eng. Also wir haben immer quasi ein Körperbarometer an unserer Seite über die Wahrheit der Dinge, die wir erforschen. So, letzter Schritt, und ich habe echt vergessen zu zählen, 4 oder 5 oder 6. Lass dich schauen für jede einzelne Person, die du aufgeschrieben hast, in welchem Format arbeitet die? Gibt die Vorträge? Ist die zum Beispiel künstlerisch aktiv? Ist sie eine Aktivistin? Schreibt sie? Also wie bringt diese Person ihr Wissen und ihre Weisheit in die Welt? Und lass dich das hier aufschreiben. Und auch da kannst du wieder umringeln, welche Dinge sich immer wieder zeigen, also welche Formate wiederholen sich. Und dann im letzten Schritt nimmst du deine Liste an den Formaten, die sich immer wieder zeigen und die dich auch inspirieren, und geh nochmal in ein Inquiry, also geh nochmal in die Frage hinein, was würde das bedeuten, wenn ich mehr von diesen Formaten in meine Arbeit bringen würde? Wo zeigen sich diese Formate bereits? Was macht mir Angst daran? Was inspiriert mich und was könnte ein nächster Schritt sein, um diese Formate in mein Business zu integrieren? So, es ist eine simple Übung, es ist eine intensive Übung, es ist eine der Übungen, die mir selber unglaublich die Augen geöffnet hat, um meinen eigenen Flow zu finden. Und wenn du willst, schreib mir, wie es dir damit gegangen ist, oder wenn du festhängst, ich bin immer neugierig, von dir zu hören. Liebe Grüße, Katharina.